Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge CI Zwei Streifen. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich habe gehört, du hast deinen Führerschein jetzt. Ja, tatsächlich. Hat zwar etwas länger gebraucht, aber ich habe ihn jetzt. Wie oft bist denn du durchgefallen? Kein Mal. Kein einziges Mal? Nö. Ich bin, oh Gott, ich bin bei Theorie, bin ich, glaube ich. Ja gut, bei Theorie musste ich auch, Theorie müsste ich auch öfters machen. Aber Praxis bin ich. Ich glaube, ich bin bei Theorie 2 bis 3 Mal durchgefallen. Theorie bin ich auch. Also beim 3. Mal habe ich es dann geschafft. Ja. Ja. Führerschein ist so eine Sache. Ja. Aber man ist froh, wenn man ihn hat. Aber Praxis, da bin ich einmal und dann hatte ich ihn. Einmal und dann nie wieder. Ja. Ja. Kommen wir zur Tageslosung für heute. Herr, du lässt mich fröhlich singen von deinen Werken und ich rühme die Taten deiner Hände. Psalm 92, Vers 5. Mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen alle. Apostelgeschichte 4, Vers 33. Wie jede Woche kommt auch diese Woche eine neue Gruppe dran und heute ist es die Gruppe Wir. Viel Spaß! Das Wir sind wir. Wir sind kein Kreis, wir sind eher einem Tennisball gleich, in dem jedes Mitglied seine Impulse ähnlich einer Stecknadel einbringen kann. Gleichzeitig wollen wir auch die Impulse spürbar nach außen tragen. Das Wir wurde 1970 von ehemaligen Jugendclub-Mitgliedern des CVJM, in deren Alter um die 20 gegründet. Heute sind wir 50 Jahre älter. Vor allem in den ersten Jahren sind weitere CVJMler sowie Zugezogene und ihre Partnerinnen dazugekommen. Das Prinzip Wir hat sich dabei über all die Jahre nicht verändert. Wir alle sind das Wir. Wir haben keine Leiter, sondern wechselnde Kontaktadressen. Jeder bringt sich ein, egal bei Bibelarbeiten oder biblischen Themen, Andachten, Radtouren, Besichtigungen, Ausflügen, bei Garten- und Geburtstagsfesten oder bei der Organisation von Veranstaltungen mit Referenten. Das Programm für die Treffen wird gemeinsam festgelegt. Jeder kann dafür seine Vorschläge und Ideen einbringen. Die Gruppenabende beginnen meist mit einer kleinen gemeinsamen Mahlzeit, egal ob salzig oder süß, jedes Mal eine Überraschung. So hat jeder reihum die Möglichkeit, seine Ideen und Kochkünste einzubringen. Auch die musikalische Umrahmung kommt an unseren Abenden nicht zu kurz. Über die Abende hinaus helfen wir uns gegenseitig in vielfältigster Weise bei den großen und kleinen Problemen und Angelegenheiten des Alltags. Ein jeder bringt seine Kraft und seine Fähigkeit im Rahmen seiner Möglichkeiten ein. Bei größeren Veranstaltungen sind häufig auch unsere Kinder mit ihren Familien dabei. Auch über die Arbeit im CVJM hinaus ist es uns ein großes Anliegen, uns einzubringen. So sind wir als Gruppe oder auch als Einzel in der Kirchengemeinde und beim evangelischen Verein aktiv. Von unseren vielen Aktivitäten ist eine besonders erwähnenswert. Bereits seit 45 Jahren sind wir im Philipp-Paulus-Heim tätig. Wir fahren Bewohner zum Gottesdienst und singen zum Advent. Seit 25 Jahren leisten wir einen Rollstuhlschiebedienst zum Fellbacher Herbstumzug. Wir wünschen uns, dass wir uns noch viele Jahre Freunde und Weggefährten sein dürfen. Mit den Worten von Max Feigenwinder aus seinem im Eschbach Verlag erschienenen Gedichtband bringen wir den Reichtum unserer Gemeinschaft zum Ausdruck. Miteinander. Miteinander erleben, dass Blicke wärmen und Berührungen heilen. Fragen weiterführen und Antworten anregen. Zweifel heilsam sind und Geduld Neues ermöglicht. Wohlwollen stärkt und Anerkennung fördert. Vergebung erleichtert und Dank erfreut. Vertrauen ermutigt und Humor beflügelt. Stille erfüllt und Gespräche bereichern. Miteinander erleben, dass Leben wunderbar und Liebe göttlich ist. Danke.
Vielen Dank an die Gruppe Wir für die kleine Vorstellung. Klatsch und Tratsch im CVJM Leonie. Gibt's was Neues? Es gibt voll viel wieder. Am 13. Juni ist 3G-Gottesdienst und diesmal in Präsenz, draußen im Lindle, im Freien. Genau. Das erste Mal seit langem mal wieder. Ja, stimmt. Wir eröffnen wieder. Also nach den Ferien, wenn es die Corona-Zahl zulässt, also die Inzidenzzahl zulässt, öffnen wir wieder Gruppen und können Präsenz wieder Gruppen zulassen. Dazu haben auch an alle Mitarbeiter eine E-Mail bekommen, die an sich eingeladen werden zu 3 Vorbereitungsabenden. Und dann noch ein Gottesdienst. Und dann noch ein Gottesdienst. Genau. Wir hoffen, dass wir das so machen können. Und was haben wir als drittes Thema bei Klatsch und Tratsch? Ruben ist back to the roots. Jetzt ist vorbei mit dem Chillen zu Hause. Über was reden wir heute? Über Filme. Über christliche Filme, die wir mal irgendwann mal gesehen haben und die wir gar nicht mal so schlecht fanden. Ja. Fangen wir doch mit dem ersten Film an, Blindside. Da geht's um einen Jungen, der nicht lesen kann und auch nicht so richtig schreiben kann. Der wird ein bisschen in der Schule gemobbt, weil er ein bisschen stabiler ist und farbig ist. Er aber auf eine weißen Schule geht und genau, dann kommt eine Mutter, die Hausfrau ist, was auch viel Geld hat und nimmt diesen Jungen dann auf. Ja gut, du musst dazu noch sagen, dass der Junge, er heißt Mike, relativ sportlich ist oder sehr sportlich ist und dort dann auch in der Footballmannschaft aufgenommen wird und da auch seine, sag ich mal, am Anfang seine Probleme hat. Ja, aber das Krasse finde ich, der macht dann voll seine Karriere. Also der startet dann mit Football, ist das, glaube ich, voll durch. Ja, ja. Und ich finde es so witzig, da ist auch so ein kleiner, was heißt ein kleiner Junge, aber das ist der leibliche Sohn von dieser Frau. Und der pusht den auch immer so. Also der filmt immer so, wie der quasi im Training ist. Und dann schauen die das sich an und die werden so beste Bros. Ja. Also ist auch ein Film, der auf wahren Begebenheiten ruht. Und genau, also Blindside ist an sich echt ein sehenswerter Film. Gibt es auch auf Netflix. Für alle, die Netflix haben. Der nächste Film. Die Hütte. Ein Wochenende mit Gott. Vor Jahren ist Mackenzies jüngste Tochter verschwunden. Ihre letzte Spur hat man in einer Schutzhütte im Wald gefunden. Nicht weit vom Campingort der Familie. 4 Jahre später, mitten in seiner tiefsten Trauer, erhält Mackenzie eine rätselhafte Einladung in diese Hütte. Ihr Absender ist Gott. Trotz seiner Zweifel lässt Mackenzie sich auf diese Einladung ein. Eine Reise ins Ungewissen beginnt. Was er dort findet, wird Max' Welt für immer verändern. Was hältst du von diesem Film? Also, ich finde ihn mega gut oder so. Sehr, sehr bewegend auch. Ich weiß nicht, also doch, ist ja an sich basierend auf ein Buch. Ja. Genau, also ich habe das Buch nie gelesen oder so. Ich auch nicht. Aber den Film, muss ich sagen, ist sehr cool. Der Film befragt sich halt oder beschäftigt sich so halt auch mit den, sag ich mal, mit den größten Fragen des Christentums so ein bisschen. Also warum lässt Gott Leid zu? Irgendwie, warum gibt es Verletzungen? Warum gibt es das Böse, sage ich jetzt mal? Und ist sehr cool gemacht. Und auch ein sehr sehenswerter Film. Was ich an dem Film spannend finde, Gott wird in den Filmen immer männlich dargestellt und in diesem Film wird er als Frau dargestellt und auch noch farbig. Ja gut, und dann wird er auch noch als Mann dargestellt und das auch als Chinese oder Asiate, das weiß ich jetzt nicht. Boah, das ist jetzt eine gute Frage, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber das fand ich ganz spannend bei dem Film, weil das einfach, egal welchen Film man sieht, Gott ist immer männlich. Das stimmt. Und in dem stimmt. Film ist es anders. Tatsächlich, da ist echt, stimmt, da wird Gott als, also größtenteils als Frau ja. Dargestellt. Aber was ich bei dem Film noch sehr gut finde, ist, dass er einfach noch so den
Verzeihungsprozess von diesem Mackenzie quasi zeigt. Weil ja. Im Film geht es ja eigentlich darum, er verzeiht dem Täter, dass der Täter seine Tochter umgebracht hat. Genau, es geht ja, ganz am Anfang wird gezeigt, dass Mackenzie, wo er noch klein war, von seinem Vater misshandelt wird und er ihn dann eines Abends umgebracht hat, weil der Vater war Alkoholiker und hat dann den Alkohol mit, glaube ich, Benzin gemischt, sodass er halt stirbt. Und da ist halt auch dann sozusagen auch die Prozedur, wie er halt auch seinem Vater verzeihen kann, sozusagen. Und dann halt auch dem Täter, der dann seine Tochter umgebracht hat. Ja, ich weiß noch, wie ich habe den Film zum ersten Mal gesehen in einer Mädelsgruppe. Und am Ende, es gibt doch diese eine Stelle, wo der dann quasi seine Tochter beerdigt und dann wächst dieser Baum. Ja. Und wir haben alle geheult. Ja. Das war so eine, ich weiß nicht, so eine emotionale Stelle. Unfassbar. Wir haben einfach alle Rotz und Wasser geheult bei dem Film. Ja, der Film ist schon ein guter und bewegender Film. Und ja. Der auch zum Nachdenken, finde ich, auch sehr anregt. So. Sehr, ja. Den dritten Film, was wir haben, ist Die Chroniken von Narnia, der König von Narnia. Also es geht um drei Geschwister, Lucy, Susan, Peter und Edmund. Das sind vier, nicht drei. Scheiße. Also es geht um vier Geschwister, einmal Lucy, Susan, Peter und Edmund, die vor dem Krieg fliehen und somit auf ein Land oder aufs Land gebracht werden, wo sie dann bei so einem alten Professor dann leben und dort spielen sie dann Verstecke und die Lucy versteckt sich dann in einem Wandschrank und kommt dann sozusagen so zum ersten Mal in die Welt Narnia und so passiert, dass dann alle vier in die Welt Narnia kommen und dort dann, sag ich mal, einige Abenteuer erleben und dann halt auch gegen die weiße Hexe, also die böse, dann kämpfen müssen und sie dann auch gewinnen. An sich geht es darum, dass Edmund an sich die dreimal verraten hat und somit eigentlich dem Tode verurteilt ist, aber dann sozusagen Aslan, also der Löwe oder der Gute, der Beschützer, sage ich mal, von allem, der opfert sich dann sozusagen freiwillig als Unschuldiger für den Edmund, wird dann auch getötet, aber oh Wunder, am nächsten Tag ist er wieder auferstanden. Bei dem Film, ich weiß nicht, aber das ist so der erste Film, was ich angeguckt habe, was ein Fantasiefilm ist. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, gibt es andere christliche Filme, die auch fantasiemäßig sind? Nee, aber ich habe auch mal in der, es war glaube ich in der 5., 6. Klasse, habe ich auch Buchpräsentation auch über Narnia gemacht. Und Narnia ist ja an sich eine Bücherreihe von 10 Büchern. Also ja, ich glaube, es sind einige Bücher. Und an sich bloß so in dem ersten Teil wird halt, sag ich mal, so das Christliche reingenommen. In den Büchern? Ja. Also auch, sag ich mal, also in den anderen Büchern findest du eigentlich nie irgendwas Christliches so dringend. Okay, ich habe nie die Bücher gelesen, deswegen kann ich es nicht sagen. Ja, also, oder, aber hast du die Filme gesehen auch? Ja. Wo findest du jetzt in Prinz Caspia irgendwas Christliches, wenn ihr das was sagt? Oder Der Ritt auf der Morgenröte? Ja, richtig, also da gibt es eigentlich nicht so wirklich was Christliches. Trink deswegen. Ja, es ist, sag ich mal, Fantasy und hat auch was mit Christliches zu tun, aber dieser Film besteht nicht, sag ich mal, nur aus Christlichem. Verstehst du, was ich sagen will? Meinst du jetzt den Film Narnia? Ja. Echt? Okay, also, ich find's halt in dem Film irgendwie cool, weil ich finde, da kommt voll viel Christliches raus. Also gerade Asla ist Gott und dann geht es ja auch noch, wenn man das so ein bisschen rein interpretiert, geht es noch um die Geschichte von der verlorene Sohn. Lehnt sich ein bisschen an die Geschichte. Dann gibt es noch die Hexe, die zeigt ja so ungefähr das Böse. Und dann hast du gesagt, wer hat es dreimal verleugnet, so wie Petrus?
Ja, gut, war jetzt nicht dreimal verleugnet. Aber ich finde, also ich persönlich sehe eher Narnia als einen Fantasy-Film, der so einen Hauch von Christliches dabei hat. Ich sehe jetzt Narnia nicht wirklich so als einen christlichen Film. Also weiß nicht. Also nein, also sage ich mal, dieser Film hat schon was Christliches und wenn man das kennt, dann checkt man das auch sofort und fällt es auch einem sofort auf. Aber wenn du jetzt, sage ich mal, andere Bücher liest aus Narnia oder so, dann haben die nichts mehr Christliches oder so. Dann ist es bloß noch Fantasy, würde ich sagen so. Deswegen ist so dieser Film christlich, ja, aber diese komplette Buchreihe oder so, oder auch die komplette Filmreihe, die es da gibt, würde ich jetzt nicht als christlich sagen. Ihr könnt ja mir gerne schreiben, wie ihr das seht zu diesem Film. Gerne auf Instagram. Einfach einen Kommentar da lassen. Ja, sehr gerne. Kommen wir zum letzten Film. Das ist der Film Himmelskind. Basiert auf einer wahren Geschichte, ja. Was ich richtig krass finde. Und in der Geschichte geht es einfach darum, es geht um eine Familie, die heißt Familie Beam. Und die 10-jährige Tochter Anna übergibt sich an ihr nachts und hat unglaubliche Schmerzen. Dann fahren sie zum Arzt. Es wird erst gesagt, dass sie Laktose hat, was aber nicht sein kann, weil die dann dementsprechend eine Diät macht und es nicht besser wird. Und dann fahren sie zu einem Spezialisten, der dann sagt, dass sie eine Krankheit hat, die man leider nicht heilen kann und die es nur ganz, ganz selten gibt. Und das ist so eine Krankheit, da bläht sich der Bauch so auf. Das sieht so fast aus, als wäre dieses Kind schwanger. Aber dabei ist sie ja erst 10. Und die darf auch nichts mehr essen. Die kriegt immer Essen durch so einen Schlauch durch die Nase. Bisschen ekelhaft. Was dann aber passiert, diese Anna, die fliegt in einen hohlen Baum rein und auf einmal ist sie wieder geheilt. Die Ärzte können das irgendwie nicht erklären, warum Anna jetzt auf einmal wieder geheilt ist. Ja. Man sieht es auch, wenn man den Trailer anguckt, dann sieht man diese eine Stelle, wo die Mutter sagt, sie sagen mir jetzt hier gerade, mein Kind ist auf dem Kopf gefallen und es hat sie nicht getötet, sondern geheilt. Und dann sagt einfach nur der Arzt, ja. Und ich finde es krass, dass einfach so ein krasses Wunder passiert ist. Ja, was ich auch sehr cool finde, dass auch in dem Film wird auch ganz am Ende sozusagen auch dargestellt oder auch so die Frage aufgeworfen, ja, kann es auch sein, dass das Kind gar nicht krank war, sondern dass das bloß angenommen wurde und so. Und dass es halt dann auch, sag ich mal, auch gesagt wurde eigentlich, nee, die war wirklich krank und so. Aber das finde ich irgendwie auch cool oder auch wichtig sozusagen, auch diese Zweifel, die da irgendwie auch immer mit dabei sind. Vor allem kriegt man übelst die Zweifel von der Mutter mit. Weil die Mutter verliert in diesem Film zeitlich mal ihren Glauben. Und es gibt eine Stelle, wo die Eltern quasi im Schlafzimmer sind. Und die Mutter sagt, wir brauchen jetzt eine Lösung. Und zwar jetzt, schnell, dringend. Und dann sagt nur der Vater, wir kriegen das hin. Und dann sagt die Mutter wieder, und wie? Und dann sagt der Vater, indem wir den Glauben nicht verlieren. Und ich finde es stark von diesem Vater, dass der nicht aufgibt. Er kriegt mit, dass seine Frau diesen Glauben verliert und er hält aber für beide fest. Ja. Und die haben auch neben der Krankheit von der 10-jährigen Anna noch andere Probleme und zwar ein bisschen Probleme mit dem Geld durch die ganzen Untersuchungen und so, was in Amerika ja alles nicht über die Krankenkasse läuft und so und die das alles selber zahlen müssen. Dadurch, ja, entstehen einfach unglaubliche Zweifel von der Mutter. Und was ich auch vollkommen verstehe. Ja, also, wenn dein 10-jähriges Kind eine Krankheit hat und du hast keinen Plan oder die Ärzte wissen nicht mal, wie man das heilen kann, dann würde ich mir auch so die Frage stellen, warum wir? Der Film hat aber ein Happy End. Also, ich finde alle 4 Filme cool. Dem gibt es übrigens auch auf Netflix zu sehen, den Himmelskind. Stimmt, Himmelskind. Auch erst seit kurzem. Ich glaube, Seit März oder so ungefähr hat es den Film erst auf Netflix. Was ist denn dein lieblingschristlicher Film? Ich glaube, Die Hütte. Weil, sag ich mal, es nicht so ein alltaggängiger Christenfilm ist, wo irgendwas Schlimmes passiert ist oder irgendjemand schlecht geht
Und dann am Ende des Films ist diese Person dann geheilt oder so, sondern weil es da so um Fragen geht, so wo man auch selber zum Nachdenken anregt. Ja, aber im Endeffekt ist ja was Schlimmes passiert. Die Tochter wurde ja entführt und ermordet. Aber ja, schon, aber dieser ganze Aufbau von diesem Ja. Film ist, finde ich halt anders wie halt bei den gängigen, die halt auch viele auch manche auch auf wahren Begebenheiten Ich begeht. finde, was noch so Top-Film, christlicher Film ist, ist Gott ist nicht tot, aber der erste Teil. Die Teil 2 und 3 sind überhaupt nicht gut, aber ich finde den ersten, weil ich das unglaublich spannend finde und ich auch unglaublich mit Leuten reden, die nicht Christen sind. Und da wird das Thema sehr stark behandelt und ich das ultra spannend finde. Dann war es mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr die Filme kanntet oder noch nicht kanntet, was ist denn eure Meinung dazu? Schreibt uns doch gerne einfach eine E-Mail. Schreibt es in die Kommentare. Oder schreibt es in die Kommentare. Schreibt uns auf Instagram. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen.